mitten am Party machen im Kufflers Weinzelt. Und wen treffe ich neben mir? Natürlich the one and only, ich can't believe it, Claudia Jung. Hallo. Hallo, grüß dich. Du oder sie, wie darf ich denn ansprechen? Auf der Wiesn, du, definitiv. Super. Dann würde ich sagen, Claudia, servus, grüß dich. Servus, grüß dich. Auf der Wiesn, das erste Mal oder schon öfters da gewesen? Also, gesamt gesehen, was die letzten Jahre so angeht, öfters. Dieses Jahr das erste Mal und das einzige Mal. Das einzige Mal, warum das? Weil ich fahre jetzt dann in Urlaub. Ach so. Ja. Sag mal, Claudia, musikalisch, wie geht's da weiter bei dir? Was kann man dann in der Zukunft demnächst erwarten? Also, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin, dann ist ja keine Wiesn mehr. Also kann ich hier auch keine Zeit mehr verbringen, also kann ich mich aufs neue Album konzentrieren. Ich fange jetzt im November an mit meinem neuen Album. Das kommt dann zu meinem 50. Geburtstag im April. Ist also nicht so viel Zeit, aber noch eine Menge Arbeit. Mit vielleicht einem Wiesn-Hit darauf? Nein, das ist nicht meine Welt. Jetzt hast du ja ein ganz, ganz tolles Dirndl an. Zweifarbig, einmal rosa und, ja, da läuft jemand durchs Bild. Rosa, lila und Gold. Gold, dreifarbig. Das ist ja jetzt nicht so ganz traditionell, ist ein bisschen ausgefallener. Ja. Magst du das? Ich bin doch auch ausgefallen. Also ich finde das schön, mal ein bisschen was anderes, ja. Weil man hört ja öfters mittlerweile, ja, Wiesn ist eine Faschingsveranstaltung, ist ein Karneval. Siehst du das genauso? Nein, also ich finde, das gehört irgendwo ein bisschen dazu. Und wenn Menschen die Wiesn brauchen, um sowas anzuziehen, bitteschön, ich brauche es nicht. Ich laufe auch so rum. Auch zum Bäcker, zum Brötchen holen? Na, das nicht. Also, deshalb ist er für den Short. Ja, das stimmt. Na, da gehe ich dann in Jeans und Turnschuhen und so. Das passt schon. Claudia, sag mal, Promi Big Brother ist ja in aller Munde. Was ist das? In fast aller Munden. das ist so ein Haus, wo ein paar Leute sind, die man kennt. Ich kenne natürlich Big Brother, ist ja schon ein ganz altes Thema. Ich habe natürlich auch mitgekriegt, dass es das jetzt für Promis gibt. Sind das Promis für dich? Ich weiß ja nicht, wer da so dabei ist. Ich auch nicht. Ich denke mal, warum nicht? Wenn man das braucht, um endlich mal wieder im Fernsehen zu sein, bitteschön. Wenn eine Frau Claudia Jung, also die Claudia, angefragt worden wäre, was hättest du denn gesagt? Ja, wie auch schon beim Dschungel. So schlecht kann es mir gar nicht gehen. Nein, danke. Das heißt wohl, der Dschungel hat schon mal angefragt. Ich habe über, das war irgendeine Agentur, die hat dann mal nach und nach gesagt, na bitte, also mir geht's gut, ich bin gesund, ich lebe, ich singe noch, ich stehe noch auf der Bühne, ich will das nicht. Und geh auf Wiesn zum Feiern. Ja. Was ist denn dein Wiesn-Hit, dein persönlicher Wiesn-Hit? Ich habe eigentlich gar keinen. Also im letzten Jahr war es ja definitiv, ich singaliert für die, aber ich bin eigentlich mit allem zufrieden, was melodisch ist. Ja. Sowas jetzt nicht unbedingt. Das ist zwar auch einigermaßen melodisch, das gehört für mich aber nicht auf Wiesn. Ganz kurz noch zum Schluss, Claudia. Was verbindest du mit der Brezen und dem Oktoberfest? Getrennt oder miteinander? Wie du möchtest. Also, ich meine, zur Wiesn kehrt der gescheite Brezen natürlich dazu. Und der Weißwurst. Na. Nicht? Abends am Weißwurst. Ich gehe mir erst abends auf Wiesn, nicht schon in der. Ach so. Na, das also, macht ein ganz anderes aber Bild gerade. Ich muss ehrlich sagen, diese großen Brezen, na, die kleinen. Und die kriege ich bei unserem Bäcker die besten. Also die brauche ich dann auf der Wiesn auch nicht. Aber die gehören schon dazu. Genauso wie die Wiesn-Herzerl. Also. Welche hast du denn da am liebsten? Welchen Spruch? Oder ich frage nochmal anders, bevor meine Stimme ganz weg ist. Entschuldigung. Wann wurde das letzte Mal dir so ein Herzel geschenkt? Letztes Jahr. Und was stand da drauf? Goldstar TV. Dann schenke ich dir jetzt auch ein Herzel. Mit da wieder Goldstar TV. Nein. Wiesn-Gaudi. Saschi. Claudia, der letzte Schlusssatz, dann sind wir auch wirklich am Ende, dann lasse ich dich auch feiern gehen. Ja. Was müssen die Mädels zur Wiesn unbedingt tragen? Ein Dirndl, ist doch ganz klar. Mit welchem Accessoire? Das ist egal, also da ist alles offen, aber Dirndl muss schon sein. Also Leute, hört auf den Tipp, Claudia Jung sagt, ein Dirndl muss zur Wiesn sein und am besten so ausgefallen wie nur möglich, denn das hier ist das beste Beispiel und es schaut super aus. Super. Claudia, vielen, vielen Dank fürs Interview. Gerne.
und noch eine schöne Zeit dir. Danke dir auch. Ciao.